Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind immer noch hier beim letzten Stück auffüllen. Meine Arbeiter hatten hier auch gerade keine Lust, im Quarry zu arbeiten. Wahrscheinlich muss erst die KI wieder hochgefahren werden. Und dann kommt bald das letzte Füllen. Und sie lassen schon wieder Steine liegen. Wie lauft ihr bloß? Naja, von mir aus. Projektors. Ja, wenn sie bei der letzten Schicht angekommen sind, müssen wir mal hier den Mini-Quarry planen. Und während sie den abbauen, laden wir gleich die großen hier. Also ich mal sagen, Mini-Quarry, weil es wird nicht tief runtergehen. Und wir reißen mal hier den einen Hackpflock ab. Wobei, den zweiten lassen wir stehen. Der steht ja nicht im Weg. Und ja, das hier sieht wirklich immer interessant aus. Das könnte ein Zug sein. Mit viel Fantasie. Da braucht man wieder einer mehr, aber es gut für ihn ist. Wenigstens scheinen sie jetzt wieder einigermaßen normal aufzufüllen, jetzt wo ich das Spiel neu gestartet habe. Also ja, seit unserer letzten Aufnahmesession halt. Also ja, ist komisch. Irgendwann verhaspelt sich dann halt die AI. Und fängt sich dann auch nicht mehr bis zum Neustart scheinbar. Und zur Hölle rennst du rum? Thank you.
Also ja, Wegfindung scheint manchmal auch echt ein Problem zu sein. Wobei Wegfindung jetzt nicht unbedingt ein Problem ist, über das ich nicht hinwegsehen könnte. Das hier ist ein bisschen nerviger mit den Steinen. Also es gibt echt härtere AI-Bugs in dem Spiel als die Wegfindung. Gerade das Thema hier mit der Priorisierung. Das mit den Steinen, die dann einfach liegen bleiben. So wie jetzt auch wieder zum Beispiel. Oder ja, das Thema mit dem Flatten. Aber ansonsten funktioniert ja eigentlich alles recht gut. Victors bauen sich zum Beispiel nicht ein, wenigstens. So, jetzt verwirren wir mal die Bricktrons. Gucken mal, wie sie darauf reagieren, wenn wir das schieben. Ob sie jetzt wieder willkürlich handeln oder ob sie weiter hier füllen. Und da fängt wieder die Willkür an. Okay. Und so passiert das schon wieder. Und ja, sowas könnte auch nicht, also sowas muss auch nicht unbedingt sein, dass die Bricktrons mal ein Stück weit auf der Stelle rumlaufen. Ja, ist eine gute Reaktion. Da widerspreche ich definitiv nicht. Ach Mensch. Augen, Maul? Vom Schornstein? Also ja, ich versuche aus der ganzen Sache das Positive zu ziehen, indem ich mir einfach ausdenke, was das hier darstellen soll. Halterung NASA-Rakete? Naja.
Wir haben schon mal die Treppe fertig. Aber ich sollte dann zuerst das hier abtragen. Dann das Stück hier. Ja. Das sah auch sehr seltsam aus, wie er da auf der Treppe stand und das Stück da unten weggekloppt hat. Manchmal sind sie recht crazy. Wieder Lag. Diesmal böserer Lag. Da hat der Lag aufgehört. Gott sei Dank. Hier läuft alles. Jo, sie sind auf der letzten Ebene angekommen, das heißt Quarry Time. Erstmal die Größe festlegen. Ist nicht dein Ernst, dass die Breite nicht reicht. Dann machen wir das Treppchen hier hin.
Ah gut, schafft die krumme Steineanzahl weg. Na, wer ist schneller? Wer ist schneller? Ach, du nimmst sie von dahin. Okay. Gut. Schweizer Käse. Morsecode? Nichts mehr mit Morsecode. Morsecode. Wobei, verkehrt rum. Ich glaube, so rum war es richtig. Also für mich ist die Morsecode halt schon eine ganze Weile her, deswegen. Keine Ahnung. Egal. Also ob es jetzt dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz war oder dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang. Das sieht kacke aus. Nehmen wir lieber einzelne zum Schreiben. Also ja, das hier soll es bedeuten. Und das sind keine 5. Das hier ist keine 0 übrigens. Also sehen die S komisch aus. So sehen sie noch komischer aus. Ja. Also SOS. So, ich kann übrigens das hier mal wieder verschieben. Das war zu weit. Wobei, eigentlich sollte er das jetzt nehmen, weil wir auf der anderen Seite rüber sind, genau. Also dann macht mal weiter. Oh, das hat sich schon aufgelöst. Egal, dann gut. Schön. Macht mit den Steinen, was ihr wollt. Mir doch egal. Werft sie ins Nirvana. Da unten ist genug Platz. Ich muss die Aufnahmesession mal kurz unterbrechen.